Bisher konnte man den Klimawandel nicht auf einzelne Wetterereignisse zurückführen, mit Hilfe von Attributionsstudien, welch ein kryptisches Wort, ist das mittlerweile aber möglich und die Ergebnisse, die sind meist eindeutig. Und damit hallo hier bei Wetter Online. Ja, was sind jetzt eigentlich sogenannte Attributionsstudien? Einfach ausgedrückt lässt es sich mit Hilfe dieser Attributionsstudien ausmachen, um wie viel wahrscheinlicher ein Wetterereignis geworden ist in Zeiten mit Klimawandel im Vergleich zu Zeiten ohne des Klimawandels. Das heißt, Forscher gehen her und analysieren ein einzelnes extremes Wetterereignis hier und jetzt und vergleichen es mit Berechnungen, wie dieses Ereignis ausgefallen wäre, wenn es den Klimawandel nicht geben würde. Ja, und die Berechnungen dabei, die sind äußerst komplex und raus kommt eine Wahrscheinlichkeit. Eben eine Wahrscheinlichkeit, um wie viel Prozent ein Wetterereignis wahrscheinlicher geworden ist in der heutigen Zeit im Vergleich zur Zeit ohne des Klimawandels. Und meist sind die Ergebnisse dabei sehr eindeutig, es gibt aber auch Ausnahmen. Ja, so viel zur grauen Theorie. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in praktischen Beispielen an. Nehmen wir mal die Hitzewelle aus dem Jahr 2018. Genau diese haben Forscher nämlich zum Anlass genommen, um das Ganze zu analysieren. Eine Hitzewelle, wie wir sie hier in Deutschland im Jahr 2018 hatten, wäre ohne den Klimawandel etwa alle 50 bis 100 Jahre vorgekommen. Mit dem Klimawandel hingegen liegen wir schon bei 10 Jahren. Das heißt, im Hier und Jetzt tritt eine solche Hitzewelle etwa alle 10 Jahre auf. Noch eine ganz interessante Sache haben die Forscher im Rahmen ihrer Studie festgestellt, nämlich, dass die Hitzewelle aus dem Jahr 2018 rund 1,5 bis 3 Grad weniger heiß ausgefallen wäre, wenn es den Klimawandel nicht gäbe. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, ob jetzt 10 oder 50 bis 100 Jahre, der Unterschied ist ja gar nicht so riesengroß. Ja, wer es jetzt noch extremer haben mag, da bleiben wir mal im Jahr 2020 und blicken nach Russland, nämlich nach Sibirien. Die Zeit von Januar bis Juni, die war dort überdurchschnittlich warm. Im Durchschnitt lag die Temperaturabweichung dort bei rund 5 Grad und im Juni, da gab es in Sibirien sogar Temperaturen bis zu 38 Grad. Das ist schon wahrlich außergewöhnlich. Und genau auch das haben die Forscher zum Anlass genommen, das Ganze zu analysieren und hier sind die Ergebnisse noch viel, viel eindeutiger. Ja, die Forscher kamen nämlich zu dem Ergebnis, dass ein solches Ereignis wie in der ersten Jahreshälfte in Sibirien ohne den Klimawandel nur etwa alle 80.000 Jahre auftritt, also quasi unmöglich ist. Mit dem Klimawandel tritt es allerdings schon alle 130 Jahre auf und das entspricht einer Steigerung von rund 600%. Ja, und jetzt blicken wir mal noch in die USA. Auch da haben die Forscher zahlreiche Extremwetterereignisse analysiert. Ja, und die USA, die sind derzeit das einzige Land der Welt, was nicht dem Pariser Klimaabkommen angehört. Ich hoffe, das wird sich bald wieder ändern. Kleine Anekdote am Rande. Im US-Bundesstaat North Carolina, da haben die Behörden es verboten, den Klimawandel und die daraus resultierenden Folgen in die Städteplanung mit aufzunehmen, weil sie befürchtet haben, dass die Immobilienpreise sinken. Geld regiert die Welt. Aber die Behörden dort wurden eines Besseren belehrt, denn im Jahr 2018 kam Hurricane Florence. Und die Folgen dieses Hurricanes wurden ebenfalls von den Forschern analysiert. Ja, und die Ergebnisse, die konnten gleich dreifach auf den Klimawandel zurückgeführt werden. Zum einen stellten die Forscher fest, dass während des Sturms etwa 50% mehr Niederschlag gefallen ist, als es in Zeiten vor dem Klimawandel gegeben hätte. Zum anderen stellten sie fest, dass der Sturm sich langsamer abgeschwächt hat, einfach deswegen, weil es wärmer war und mehr Feuchtigkeit in der Luft zur Verfügung stand. Und zum dritten analysierten die Forscher, dass der Sturm ohne den Klimawandel rund 80 Kilometer kleiner gewesen wäre. Ein Jahr zuvor gab es in den USA einen weiteren Hurricane, nämlich Hurricane Harvey, der Texas unter Wasser setzte. Damals fielen im Süden Texas innerhalb von 3 Tagen teilweise über 1000 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das sind schon extreme Mengen. Ja, ein wahrliches Jahrhundertereignis, aber eben mitnichten. In Zeiten des Klimawandels treten solche Ereignisse immer häufiger auf. Ja, jetzt könnte man sagen, der Klimawandel, der ist immer am Extremwetter schuld. Ganz so ist es aber eben nicht, denn die Forscher kommen auch manchmal zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel keinen oder nur einen geringen Einfluss auf einzelne Wetterereignisse hat. Blicken wir dafür mal nach Afrika. Besonders der Osten des Landes, der wird häufig von extremen Dürren heimgesucht und genau das haben Forscher wieder zum Anlass genommen, das Ganze mal zu analysieren. Ja, und die Ergebnisse, die waren eher ernüchternd, beziehungsweise mit denen hätte keiner gerechnet, denn die Forscher stellten fest, dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Dürren in Ostafrika nicht zwangsläufig erhöht. Die Dürren bzw. die daraus resultierenden humanitären Katastrophen werden dort vielmehr aus verschiedenen anderen Gründen hervorgerufen. Zum einen werden häufig nicht trockenresistente Pflanzen angebaut und zum anderen gibt es Fehlplanung bei Städten und bei Ländern. Aber es gibt noch viele weitere Punkte, die zu der Verschärfung der humanitären Katastrophen im Zuge von Dürrewellen in Ostafrika sorgen.
So, jetzt haben wir viel über das Hier und Jetzt und die Vergangenheit geredet und wie viel wahrscheinlicher ein Wetterereignis in Zeiten des Klimawandels heute wird. Aber es gibt eine ganz, ganz wichtige Sache, die den meisten von uns klar machen sollte, was der Klimawandel in Zukunft für Folgen haben wird. Stellen wir uns einmal vor, dass es noch weitere 1, 2, 3 Grad wärmer wird, was sehr wahrscheinlich ist. Dementsprechend wahrscheinlicher werden natürlich viele Wetterereignisse. Nicht alle, aber eben viele. Und so kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass Wetterereignisse, die in 50, 60, 70 Jahren auftreten, eben kein Jahrhundertereignis mehr sind, sondern die neue Normalität. Stichwort Hitzewelle 2018. Sollte sich die Erde und somit auch Deutschland also um weitere 1, 2, 3 Grad erwärmen, dann werden Sommer, wie wir sie im Jahr 2018 erlebt haben, nicht mehr alle 10 Jahre auftreten, sondern die neue Normalität sein. Ich bin Björn Goldhausen von Wetter Online.